Hey, hey, hey! Sehr gut, du bist dran geblieben oder hast gerade zugeschaut. In diesem Fall wünsche ich dir ein herzliches Willkommen in unserer Joy-Zone-Sendung. Der letzte Teil in der Zusammenarbeit mit Juvenir. Und heute reden wir über Kohle. Es geht darum, wie verwalte ich mein Geld. Und das aktuelle Thema ist Budget. Und da haben wir auch schon einen Kommentar oder beziehungsweise eine Frage aus unserem wunderschönen Chat. Und Unbekannt schreibt: Wie kann man seinen Lohn am besten aufteilen? Gibt's da ein Merksatz, der einem ein helfen kann bei der Budgetplanung. Da kannst du als Expertin uns sicher noch ein paar Infos geben, Katharina. Also beim Budget ist ganz wichtig, dass man möglichst alle Budgetposten erfasst, dass man nichts vergisst, dass man auch an die Rechnungen denkt, die zum Beispiel nur einmal im Jahr kommen oder zwei- oder dreimal pro Jahr und nicht regelmässig. Die Ausgabenkontrolle ist wichtig, dass man weiss, also das Budget muss maßgeschneidert sein. Es ist wichtig, dass man für sich weiss, wie viel gebe ich jemanden aus, eben für Kleider, für Essen, für Auswärts, für Ausgang, für das Telefonieren, und dass man nachher das Budget seinen Bedürfnissen und so seinem Lebensstil eigentlich anpasst. Also gut, jetzt sollte ich ein Budget für mich erstellen. Mhm. Also das Budget heisst ja, die Einnahmen und die Ausnahmen gegenüberstellen. Und im Idealfall hat man dann noch einen Überschuss, den man dann sparen kann. Wie gehe ich vor? Tue ich jetzt einfach alle meine Einnahmen aufschreiben und alle meine Ausgaben? Ja, dann kommen auf der einen Seite einfach alle Einnahmen, auf der anderen Seite kommen die Ausgaben. Und nachher sieht man unter dem Strich, wenn man die Ausgaben der Einnahmen abzieht, sieht man eigentlich, wie viel das übrig bleibt. Mhm. Ob überhaupt etwas übrig bleibt, ob es gerade ausgeglichen ist oder ob es sogar ins Minus geht. Und man sieht nachher auch, wo dass man die einzelnen hohen Budgetpositionen drin hat. Man sieht zum Beispiel, wo dass man vielleicht ein bisschen sparen sollte. Mhm. Oder wo dass man gut drin liegt. Okay, also, vielleicht ist das ein guter Vorschlag, wenn man vielleicht mal einen Monat lang einfach alles aufschreibt, hey, für was gebe ich mein Geld aus? Das ist ein sehr guter Vorschlag. Ich würde sogar sagen, es ist besser, wenn man es noch ein bisschen länger macht als nur einen Monat. Also, wie lange wäre denn das? Ich würde empfehlen, so 3 bis 6 Monate, dass man das regelmässig macht, dass man wirklich sieht, was man für ein Konsumverhalten hat. Okay. Und dann würdest du wahrscheinlich sagen, also, ich habe so viel Geld heute ausgegeben und auch gerade für was? Oder? Dann kann man das so ein bisschen unterteilen, ja, wahrscheinlich, und ein bisschen genauer anschauen, für was gebe ich mein Geld aus. Und dann sieht man dann auch, dann kann man wirklich das Budget machen und sieht, ah, für Kleider gebe ich im Durchschnitt etwa so viel aus, für einen Coiffeur gebe ich so viel aus, Kosmetika gebe ich so viel aus. Es gibt einem einen guten Überblick. Okay. Wir haben jetzt hier noch einen weiteren Kommentar von Leandro Aldente. Ich gebe mega viel Geld für Unnötiges aus. Wie kann ich das vermeiden? Gib es nicht aus? Das wäre so mein unqualifizierter Vorschlag. Aber vielleicht hast du da einen guten Tipp. Also ich denke als erstes vielleicht jedes Mal fragen, brauche ich das wirklich? Das ist dein Zauberspruch sowieso, gell? Ja. Gibt es vielleicht noch einen anderen Tipp, wo man sagen kann, hey, du wirst, wenn du das und das machst, vielleicht nicht unnötig Geld ausgeben? Gezielt einfach weniger Geld mitnehmen, vielleicht nur einfach so viel, wie man sich wie einen Betrag festsetzt und sagen, so, heute gebe ich das aus. Und wenn ich das ausgegeben habe, dann ist fertig, das Kärtchen geht daheim lassen. Mhm. Ja, das ist aber generell auch, wenn man eben mehr ausgibt. Ich denke, wenn man sich Unnötiges vermeiden will, ist wirklich am besten einfach die Frage, brauche ich das jetzt, ich warte noch. Und ein Tipp von mir noch, bevor du in den Supermarkt gehst, gehst du Schoki kaufen und so, weil ich bin eine Süchtige, ich gebe es zu, iss etwas noch daheim. Wenn du satt bist, dann drehst du nicht so durch. Das habe ich wirklich mal in irgendeiner Studie mal gelesen oder so. Das hilft, glaube ich, noch, nur so als Randbemerkung.